genauso spielen wie vorhin. Mit anderen ziemlich bestimmt genauso. Weil du den Gideon ja auch so gut spielst wie ich. Halt's Maul. Ich bin halt ein Assist-Hunter mit dem Boy. Ich nicht. Ich steal mir die Kills. Die ich ja, selbst. Das gibst es ja sogar zu. Ja, ich steal mir die Kills, die mir ein anderes stealen will, nachdem ich. Schlüssel. Nachdem ich den meisten Schaden gemacht habe. Nimmst du mit? Schlüssel. Das letzte Game lief zu gut, dass das hier gut wird. Ich mag es, sich in der Luft einfach zu drehen. Das ist voll geil, ne? Jump muss sich dazu drehen. Das checkt keiner. Nee, gar nicht. Oder ich hoffe, man kommt zumindest nicht ran. Ich glaube, da kommt man ran. Vor allem, wir werden. Die haben schon mal zwei Fernkämpfer. Einer wird wahrscheinlich hier sein. Oder hier ist keiner. Und in unserer Mitte ist auch keiner. Das fängt mal wieder gut an. Vielleicht noch einen Last Exit? Ah, wahrscheinlich, die gehen jetzt gleich in die Mitte. Chimera hier. Erstmal den Boy auf die Fresse geben. Echt so? Ich zeigen sie ja. Oh Gott, Gideon kommt. Ich hasse es, gegen Helden zu spielen, die man selber spielt oder auf der Lane hat. Ist so nervig. Schau mal, er steht halt da unten das und. Lass ihn mal überraschen. Komm. Warum hattest du keine Steine? Komm zurück. Aua, was, jetzt gehe ich vielleicht drauf. Ja, yep, du gehst drauf. Aber ich glaube, du wurdest vom Tower gekillt. Okay. Und nicht, also halt, keiner hat einen Kill gekriegt für dich. Das ist richtig. Das ist gut. Was ist denn? Ich kriege dir mal keine Punkte für. Ich weiß nicht, die liegen doch da auf dem Boden dann, oder? Ah, ich weiß es halt nicht. Ich glaube, man kriegt bei einem Kill wahrscheinlich auch mehr, wenn man ihn selbst gemacht hat. Über den Lastet halt. Ich hatte meinen TP ja noch nicht, war ein bisschen unlucky. Ja. Ich habe genau in dem Moment mit dem Kill gekriegt, aber es ist zu spät. Und den killen wir jetzt. Ja, der will mich jetzt killen. Da sind zwei bei dir, ne? Oh fuck. Ich hab mich selber in die falsche Richtung geschubst. Rettung naht. Ah, knapp. Fuck. Das wäre echt knapp. Hätte ich mich halt nicht in die falsche Richtung geschubst, hätte ich es überlebt. Dann hätten wir hier auch zwei Kills gemacht, aber. Na, glaube ich gar nicht. Ich geh mal den. Hat der Grux einen Schlüssel? Nein, dann gehe ich den Sammler aufstellen. Ist aber zu inkompetent, mich zu treffen, denke ich. Ich will dabei sein, wenn ihr die killt, aber ich muss den Sammler aufstellen. Wir brauchen die Dinger halt. Boah, jetzt hast du es versemmelt, Grux. Okay, dann killen wir keinen. Mitte ist frei. Aber ich komme mal rüber, die. Das ist der Mitte auch low. Oh, der Krux hat versaut. Jetzt ist nur verscheucht. Warum ist keiner Mitte bei uns? Weil der Krux rechts ist. Lol, das ist Tower-Reichweite schon. Was? Ah? Was? Ich glaube, die Kamera ist hier. Hallo,
Alter, geht der TP jetzt sich gerade back. Idiot. Killen können wir den so nah am Tower halt nicht, aber. Er wird weggehen müssen. Gut genug. Ah, da vorne. Ich treffe die Rakete nicht immer. Wir lassen jetzt links nicht direkt den Tower fallen, oder? Was? Vom Tower kriegen wir. Noch einer hinter uns. Was zum kriegen wir den Tower? War noch ein Hit auf den Tower? Nein! Oh, das war ungünstig. Aha, warte mal. Alter, ich noch. Vielleicht, warte, in einer Sekunde habe ich Rakete. Ich habe kein Mana für meine Rakete. Krieg ihn trotzdem. Da ich davon gekommen. Nice. Oh, oh, das ist knapp. Boah, ich wäre gerade fast in den Ding. Oh shit. War tot. Lol. Er ist zurückgelaufen, warum ist er umgedreht? Ach, wäre, wäre der nicht umgedreht, der Feng Mao hätte mich bekommen, der ist genau auf mich zugelaufen. Hinter ihm war noch einer. Ja klar, aber hätte sich. Alter, okay, das ist close. Ich hab 6 Punkte zum Ausgeben. Ich verkaufe den Schlüssel. Habe ich meine Karte voll? Kriegt ihr den? Na, Mann, er war schneller als ich. Ich komme nicht zu euch, ich gehe mal. Links pusht gerade. Der Grux sieht links, ich gehe mal zur Mitte. Solo-EP holen. Bis auf bei euch sehe ich halt keine Gegner gerade. Autsch! Alter, wie viel damit denn in den Druck ist? Hä? What the fuck? Und nicht. Schau mal links, was geht denn links gerade ab? Nicht viel, oder? Gut, dann bleib ich mit da. Nur kurz vom Tower, aber den machen wir schon. Zwei drüben, einer hier, einer rechts. Heißt, ich sollte relativ safe sein gerade. Mal links rüber, guck, ob ich da helfen kann. Rampage, wenn du mir jetzt die Kills klaust. Okay. Kein Bock mehr. Ganz im Ernst, was soll das? Jetzt stehen die echt, sind die echt weggegangen. Ich komm mit da. Als ich da bin, ist er schon weg. Ulti war ich nicht lang genug dran. Nee, mich auch nicht mehr von meinem Wegstoßen. Ja. Ich hab meine Ulti auch.
jetzt, wenn ich weg bin, ist links wieder Action. Geh da mal hin. Die müssten mich eigentlich sehen. Plötzlich irgendwie alle von denen. Ah, fuck. Ah, Damage, so viel Damage. Ich sterbe. Ich hatte kein Mana mehr. Mann. Willst du noch reingehen? Nicht, ne? Nee. Irgendwie sind da alle von denen auf einmal. Wir haben halt keine Sammler, bis auf den ich aufgestellt habe. Warum nicht? Jetzt habe ich meinen Schlüssel schon verkauft. Bedeutet, ich kann auch keine mehr aufstellen. Im letzten Game waren die Leute halt auch klug genug, ihre aufzustellen bei sich. Komm mal rein! Kriegst du trotzdem zwei Leute von. Ach, der war hinter mir? Ja. Egal. Das war's wert. Komm, der geht noch da. Man merkt halt irgendwie, das Game ist nicht so toll wie das davor. Ja, weil das Stellungsspiel der Mates wieder mega behindert ist. Ja, ich renne halt immer irgendwo hin und bis ich da bin, ist halt das Pech, dann ist halt da nichts mehr. Mein Kill. Ich mag Hobitzer echt den Helden, aber ich krieg mit ihm. Bisher habe ich halt noch kein Game gewonnen. Ich glaube, wie viel habe ich jetzt gespielt? Ich glaube 4 oder so. Ich glaube aber echt, ich muss in meinem Deck was ändern und mir immerhin eine Mana-Karte holen. Mach das. Ja, ich vergesse es immer. Ich denke halt echt, eine Mana-Karte muss rein, weil ich habe eine, die ich mir relativ früh kaufe, vielleicht auch später wieder fair kaufe. Aber ich habe halt einfach echt kein Mana mit dem Helden, am Anfang vor allem. Deswegen verstehe ich ja nicht, wie man den auf Caster spielen soll. Weil du hast halt einfach kein Mana. Den musst du doch auf Schaden, Rechtsklick, Auto-Attack spielen. Weil er halt Linksklick, meine ich. Rechtsklick von Dota. Ist irgendwie useless, dass wir hier alle sind. Dann kommen wir an den Tower eh nicht ran. Ja, lass mal gleich rechts den Fängmau. Ja. Ah. Wohl. Nice. Rechts fängt Mao, kommst du? Ja, ja, nein, 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 wir haben hier drüben gerade alle gekillt. Der Rampage ist irgendwie, oder der Grux, keine Ahnung, wer was gemacht hat. Irgendwer hat angefangen und bin einfach mit Ulti hinterher und wir haben alle gekillt. Ich werde jetzt noch. Ich weiß nicht, ich habe keinen Mana, um zu helfen, auch wenn ich rüberkommen würde. Ich habe mir jetzt hier das 1er Camp holen und Base gehen. Ich habe 9 Punkte. Ist bei dir noch jemand? Gut, dann komme ich nicht, dann gehe ich mal Mitte. Oder? Links pushen die halt jetzt. Wir müssen halt gucken, dass wir links irgendwie verteidigen. Man merkt halt, du bist... oder warte, wo bin ich?
Ich wollte gerade sagen, du hast höheres Kartenpunktlevel und höheres Level als ich, ist aber gar nicht so. Wenn der Krux da ist, können wir die killen. Nein, der TP'et sich nicht raus. Mann, bin ich froh, dass ich meine Rakete auch im Sprung zünden kann. Sonst wäre der raus TP'et. Gut. Okay, ich gucke mal, ob ich noch rechts rüberkomme. Und wenn nicht, bleibe ich in der Mitte. Mir fehlt halt nochmal ein Mana-Trank. 3,8 über 15. Und jetzt sich gerade nicht. Ja, komm rüber. Ne, ich komme. Bin schon auf dem Weg. Er ist halt voll in meine Ulti reingesprungen, die war perfekt gesetzt diesmal. Aber er bricht sich ab irgendwie. Ich komm von. Na, ich kann nicht von den. Ich mach meine Ulti rein. Ja, ich bin zu schwer, ich muss weg. Verkackt gerade meine. Mein Ding immer. Hier oben der Gideon. Hab ihn. Mein Ulti war nicht gut gesetzt. Leider, mal wieder. 12 Punkte zum Ausgehen. Jo. Nice. Wir sind gerade vorne. Vielleicht nicht so stark, aber ein bisschen auf jeden Fall. Zwei tot, einer drüben. Der einer hier. So, die Welle hole ich noch. Dann gehe ich. Das ist schon allein, ne? Naja, deswegen gehe ich ja jetzt. Sonst würde ich hier sterben. Ich komme mal in Richtung Mitte. Ich habe keine Ulti gerade. Na schon. In 18 Sekunden hätte ich. Auch wenn ich kein Mana für Ulti und eine. Doch, ich habe Mana für Ulti und eine Rakete. Aber hier können wir gerade nichts erreichen. Nee. Bringt hier nichts. Ich geh mir einen Mana-Buff holen. Den kann ich echt brauchen. Okay. Alle hier. Ja, es sind echt alle hier. Nicht fighten. Komm, irgendwie wir müssen treffen. Nicht fighten, ich geh. Ich bin weg. Ich geh mir einen Mana-Buff holen. Weniger Cooldown und. Weniger Mana-Verbrauch kann ich echt brauchen. Dann gehe ich back to base. Oder ich. Ne, ich gehe nicht back. Ah. Ich brauche noch. Zwei Camps. Dann habe ich viele Punkte. Vielleicht doch, dass eine Camp hier reicht. Yes. Ne, reicht's nicht. Fuck. Ich brauch noch eins. Fightet ihr da? Nee. Die? Oh lol, die fightet. Ich hab halt keine Ahnung zum Helfen. Also. Wahrscheinlich wäre es klüger gewesen, back to base zu gehen und dann zum Fighten zu kommen, aber. Gut. Kann doch meine Ulti nicht da drin einsetzen. Ja, nee, auch nicht ohne mich. Wenn möglich. In den Jungle gehen, in den Jungle. Die Ultis sind so stark zusammen. Am besten echt zusammen, wenn möglich.
Kartenpunktmäßig sind wir echt gut vorne eigentlich. Leveltechnisch ein bisschen. Der Murdoch ist hinten, der Gion Scorch ist hinten und der Fangmao ist hinten. Das ist gerade irgendwie merkwürdig, wie alle gerade in der Mitte sind von beiden Teams. Hunger. Wenn jetzt jemand, der gescheit pushen kann, nach rechts gehen würde und rechts durchpushen würde. Weil der viel Schaden das macht. Warum haben wir keinen Grux? Ja. Läuft bei dem. Der ist einfach vorgekommen, hat sich 3-4 Mal hitten lassen und dann eine Rakete abgekriegt. Will ich mich jetzt nicht drüber beschweren, aber. Beim Digi und Scratch ist auch sau low. Ja, ich weiß schon, ich seh's schon, hast du den ganzen Tag gesehen. Der springt jetzt rein. Das war die Combo, die wir meinten. Ja, und das sind die Nachteile da dran. Warum? Wenn man mitten im Tower steht damit. Ich bin fast nice. Down. Ich hab einen Triple Kill. Worth it. Ja. Also, normalerweise macht man die auch nicht mitten im Tower. Aber. Ich meine halt, dass du sie jetzt im Tower gemacht hast, war halt echt gut. Aber. Das Ding ist halt gestorben, der. Rampage. Ja, mal. Wäre der halt nicht. Ja, aber wäre der halt nicht gestorben, hätte der den Tower halt komplett getankt. Ich sterbe. Der macht echt. Der Schaden. Hat doch den Tower getankt. Ja, klar, aber. Deswegen bin ich erst rein, weil ich wusste, dass alle gerade schießen. Ja, schon klar, aber wäre der halt nicht gestorben, hättest du auch gar kein Problem gekriegt mit deiner Ulti im Tower. Ja. Hat halt nicht genug Life. Ja. Bin gleich wieder da. So, perfekt. Wir haben einen zweiten Sammler. Wer hat den denn ohne Schlüssel aufgestellt? Ich habe auch wieder Ulti. Alter, ich bin okay, kartenpunktmäßig so weit vorne. Ich habe 39 Kartenpunkte. Ja, du hast ja auch 9 Kills. Ja, klar. Wenn die Ulti halt mal wirklich sitzt, dann machst du damit auch unendlich Schaden. Alter, dieser Tower hier. Edzard, Lukas. Ja, ich komme. Hättest du es ankündigen können? Ja, das war eine recht schnelle Reaktion. Ja, eben. Aber ich war halt noch zu weit hinten. Ich war halt noch nicht da, so wirklich. Lol. Die Kanari lässt sich einfach von der Ulti wegsnipen. Wo ist denn der Typ, der hier low runtergesprungen ist, hin? Ich halt den. Ich war halt noch zu weit hinten, ich musste halt noch meine E nutzen und dann nach vorne springen, damit ich überhaupt in Reichweite kam. Da musste ich auch rein. Ja, klar, aber. Und dafür hatte ich mehr als. Na gut, ich habe zwei Assists dafür gekriegt. So. Was man auch ganz gut tun kann. Ich habe keine Ahnung, ob hier überhaupt noch Tower-Reichweite ist, oder? Doch, ich glaube schon. Ich glaube auch. Lass bitte diesmal ein paar Inhibs noch zerstören. Ja, ja, die werden jetzt auch nicht aufgeben, also. Man weiß nie. Ich glaube, ich bin tot. Meine Mates sind weggerannt, Mann. Ja, die sind im Jungle. Also mir war klar, dass wir jetzt zurückgehen, aber wir können auch trotzdem warten. Damage hauptsächlich physisch.
Ich könnte jetzt noch das Zweierlebens-Update kaufen von der Karte. Dann wäre es halt voll. 13 Energieschaden mehr. Jetzt eine neue Karte kaufen bringt nicht mehr. Nee. Kannst du mal zum Sammler gehen? Wenn der voll ist. Ja, Mist. Wenn er jetzt schneller hingehen würde, wäre das sehr schön. Jetzt komm, geht er hin, reicht das, was da drin ist? Nee, reicht nicht, war auch klar. Weil es dann alle nach rechts hat. Alle rechts gleich. Ich glaube, die werden nicht rechts bleiben. Mitte. Mindestens zwei Mitte. Und lass Mitte machen. Ich find's so cool, wie ich die Rakete halt im Sprung machen kann. Irgendwie 100 Meter über ihren Köpfen. Alter, Kalari kommt auch gleich Mitte. Ja, Alter, macht der Murdoch Schaden. Das ist echt. Noch habe ich einen Schaden zu machen. Ja, aber die gehen weg. Drei rechts. Ich würde jetzt gar nicht zu viel machen, die werden jetzt von rechts kommen. Nein. Der hat auch gerade schon Wort hergestellt. Was sind zwei? Au. Was? Hier oben. Der nervt mich. Das bringt, glaube ich, hier nicht viel. Ja. Da kommt doch zu viel. Was soll er halt? Whatever. Ich sterbe! Ich kann meine Ulti hier nicht vernünftig setzen. Lol, das war unlucky. Jetzt hatte ich das gleiche wie du, alle laufen weg. Hatte ich, dass ich hier die Klippe hochkonnte, habe ich überlegt. Oh, Murdoch-Ulti. Geh doch mal. Lol. Okay, wenn man zu weit vom Camp weg ist, trifft es nicht mal mehr. Da macht nicht mal meine Rakete noch Schaden. Ja. Und die laufen dann zurück und heilen sich wieder. Naja. Aber die 6 Punkte sind so lächerlich, unnötig. Nein. Oh, nein, mir fehlt noch ein Punkt. Ein blöder Punkt. Ah, danke. Ja, ich lauf gleich. Ja, nee, hab schon. Durch die Kills gerade. Hauptsächlich kriege ich echt physischen Schaden, glaube ich. Hm. Ich hole mir mal die physischen. Sind auch drei physische. Nice. Aber können wir jetzt bitte mal was schaffen? Nicht immer nur Kills kriegen, dann sterben. Wir müssen halt auch mal was mitmachen. Und sterben. Aber ich finde echt, pushen in dem Spiel ist echt schwer, solange man nicht irgendwie. Solange die eigene Führung nicht außer Kontrolle gerät. Drei Links. Mhm. Ich wäre da, ich hätte Ulti. Ja, nehmen wir. Wenn noch jemand kommen würde, bewegt sich die Kalari noch. Wir sehen uns halt hier theoretisch sogar.
Nee, Kalari back TP'd. Schau mal, was ich kann. Ah, Chimera kommt. Lass ihn da kommen. Komm her. Nee, Gideon ist auch da. Ah, oh, der burnt dich. Nö. Ja, komm, lass mal rechts was machen, ein bisschen. Hier rumstehen. Wow! Ja, links, Leute. Nein, ich hab meinen Ulti-Button nicht mehr gekriegt. Fuck, Mann, was war das denn? Ja, weiß ich auch nicht. Plötzlich unendlich viel Damage gekriegt. Ja, plötzlich waren die alle da. Was zur Hölle? Aber meine Ulti war da ganz gut. Oh, die plötzlich alle. Ich hab meine nicht mehr gekriegt. Und ich hab übel viel Damage gekriegt. Wo kamen die denn plötzlich alle her? Die standen da halt noch. Wo denn so nah? Das sieht man doch eigentlich. Der Schaden, den der macht, hat mir 500 Schaden gemacht, die Gideon Scorch. Ja, die dritten halt übel. Muss ich eigentlich auch mal spielen. Es bringt halt nichts, wenn wir die jetzt Richtung Tower pushen. Nee, nicht wirklich. Ja, Tower können... Der Tower steht halt nicht. Ja, in der Tower, aber der hintere halt dann. Was? Nicht so nice. Nein. Ja. Unlucky. Das sind vier, da kann ich auch nicht mehr helfen, glaube ich. Welchen Stab habe ich zum Alter! Drei Leute mit Energieschaden. Hilfe, Alter! Erstmal Ulti hat das Escape. Ja. Ich hätte hier weggehen sollen, aber trotzdem, was zur Hölle? Wir machen unseren Sammler kaputt. Ja. Auf einmal standen halt, keine Ahnung, wieder alle. Kam mir halt irgendwie hinterher, das war blöd. Nicht alleine fighten, nicht alleine fighten. Was? Warum muss ich jetzt an die Kamera schneiden? Ja. Okay, zu spät. Vor jemandem mit einer Flächenschaden-Ability Invis werden. Nur um dann ihn zu drehen und neben ihn zu laufen. Ist irgendwie bisschen, keine Ahnung. Ich glaube, ich kaufe mir die Energierüstung aber auch noch. Ich glaube, ich kaufe mir beide Rüstungen. Mache ich halt diesmal ein bisschen weniger Schaden. Aber wir müssen halt jetzt echt mal was machen. Wir verlieren halt. Das werden die nur stärker. Wir verlieren, ja, wir auch noch. Wir sind noch nicht am Maximum theoretisch. Noch nicht mal leveltechnisch. Aber wir verlieren halt trotzdem immer mehr Vorteil gerade. Den können wir halt auch nicht so einfach töten. Das ist kein Tower. Ja. Hier ist auch jemand im Jungle. Wir gehen zu der kommt aber jetzt zu dir, der andere. Ja. Chimera ist hier. Er macht das Jungle Camp. Das zweite hier. So, und zwei sind links. Kalari ist bei ihm. Kalari ist bei ihm. Angriff. Was? Alter. Wodurch auch immer ich gerade den schönen Damage gekriegt habe.
Drüben kämpfen die. Also Rampage stirbt wahrscheinlich. Aber der ist alleine. Ich mach hier Ulti rein. Ich komm da nicht rein. Mit den Feuerdingern. Hab ihn. Geh drauf, oder? Den anderen noch, den anderen noch, den anderen noch. Autsch. Was ein Gemetzel gerade. What the fuck? Alter! Was zur Hölle war das? Ich wäre halt echt. Das war richtig cool. Alter! Auch wenn ich bei fast jedem Kampf eigentlich draufgehe. Ich wäre halt gerade auch fast gestorben. Hab einfach mal ein Ulti einfach so zufällig reingemacht. Und die hat anscheinend echt gut Schaden gemacht. Gerade momentan ist nur der Chimera von denen am Leben. Der darf mich halt nur nicht kriegen. Oh, der fuck, er kriegt mich aber. Ne, kriegt er nicht. Dann war es auch low, dann mate. Ja, ich lock ihn nicht dahin, aber. Ich muss hier halt weg. Ich kann mich hier nicht TP'en. Das war der Chimera. Jetzt kann ich mich TP'en. Das war nice. Aber an meiner Seite müssen wir. Ja, es hat aber nichts gebracht. Es hat halt echt nichts gebracht. Ich habe jetzt echt, bevor ich. Auch nicht zu zweit gearbeitet habe. Bevor ich die physische Rüstung fertig gemacht habe, habe ich mir jetzt erstmal die Energierüstung gekauft. Das hilft mir mehr gerade. Das hat halt gerade echt nicht viel gebracht. Wir haben halt echt leichte Probleme gerade. Wir müssen halt echt eine übel geile Ulti-Kombo hinkriegen. Nur dann haben wir wirklich eine richtige Chance. Und wir dürfen halt uns nicht so großartig aufteilen. Ja, mehr allerdings im Jungle. Ja. Das sind wir schon. Na, wir kriegen. Warte, der ist hier. Hier direkt, hier direkt. Wir sind zwei. Ja, kann man machen. Das ist deine Ulti. Ja. Er ist wegtippiert. Nice. Nice. Bin gar nicht kriegen. Nein, der kommt nicht weg. Nice. So, und jetzt gleich weiter am besten kommen. Jo, es sind halt drei von uns tot und zwei von denen. Ne, drei von denen. Gut. Oder? Ne, es sind drei von uns tot und zwei von denen nur. Lol. Hä? Hab ich den jetzt gerade gekillt? Wo kommt die Nachricht? Das muss schon ewig her sein. Alter Mann. Aber das war jetzt cool. Das hat halt wieder nichts gebracht. Ja, wieder nicht, aber es war richtig stark eigentlich. Langsam mal. Zurück. Weg. Die sind alle wieder am Leben. Ja, ist immer noch in den Ländern. Deswegen einfach weg. Stark hat er uns gebracht. Nice. Das, ja. Ich habe keine Ahnung, warum wir einfach nichts hinkriegen. Die Taubenkugel zu machen, wäre einfach nur riskant. Ja, irgendwie schon. Ich hole mir jetzt den blauen Buff noch. Für den weniger Cooldown und den Mana-Kosten auf der Ulti.
Und dann gehe ich nochmal back. Oder warte, ich hol den Sammler erst. Ohne den Sammler habe ich. Oder mit dem Sammler habe ich volle Punkte dann. Jetzt kämpft er nicht und stirbt nicht. Ich habe immer noch nicht genug. Ich brauche noch einen Punkt. Ich bräuchte den anderen Sammler. Trash, ja, was machst du da? Na toll, ja, den muss ich abfahren. Okay, ich habe genug. Macht das Fresh hier da hinten. Prinzipiell müssten wir alle Strecken rauspushen, die Tower holen und dann alle Strecken gleichzeitig gepusht haben. Das war dumm. Was macht denn ihr da? Ich bin gleich da, ich bin gleich da, mach noch keine Ulti. Ich bin da. Jetzt bin ich da. Spät. Oh fuck. Jetzt nicht so geil. Das ist richtig. Jetzt habe ich halt auch wieder 60 Sekunden keine Ulti. Nice, oh, das war richtig schön abgebrochen. Kriegt er auch noch. Natürlich kriegen wir den noch. Ich hab die halt auch richtig schön hingebaitet zu der Kalari. Nice. Zwei tot von denen. Und ich hab einen roten Buff, nice. Jetzt müssen wir mal Inhib holen. Oder zumindest Damage dran machen. Ich meine, die beim Deffen am meisten aufregen, sind eigentlich gerade down. Naja, außer Legi noch. Das ist auch nervig. Nee, nix versammeln, Angriff. Okay. Zwei hinter mir, Hilfe. Ja, die Kalari war halt am Jungle statt jetzt. Ich hab wieder Ulti, aber kein Mana dafür. Jetzt habe ich Mana dafür. Nur sie war scheiße gesetzt. Komm, aber die kriegt jetzt. Nein! Kriegt jetzt nicht den Kill nicht, oder? Wirklich. Einfach weglaufen. Lol. Meine Ulti war echt scheiße gesetzt gerade. Aber ich habe halt nicht nachgedacht, ich habe einfach nur Ulti-Taste gespammt. Wir kommen halt einfach nicht weiter gerade. Nee, ist so. Keine Ahnung warum, aber es ist so. Oh, nur noch rechts den Tower eigentlich. Ich werde halt absolut nicht mehr stärker. Ich habe 60 Punkte. Ich bleibe jetzt genau auf dem Level. Die einzige Sache, die ich machen könnte, wäre die Rüstung wieder verkaufen. Gischal Crit Chance. Oh, wo kommen die denn her? Ich könnte die Rüstung halt wieder verkaufen. Kann Mate? Ich tun. Der Tower steht immerhin noch. Aber. Jetzt fightet nicht. Ich bin wieder am Leben. Bis ich da bin, habe ich wieder Ulti. Wir haben halt immer noch den Vorteil, wir haben halt erst einen Tower verloren. Bedeutet, die müssen eine Weile pushen, wenn sie wirklich was gewinnen. Okay, Chimera hier unten. Nice. Einen down. Das ist immer schon. Nächsten. Ja, egal, aber es ist immer schon mal ein Riesenvorteil. Nice. Nicht blocken, Lukas!
kriegen wir auch so. Nice. Jetzt können wir mal probieren, ob wir irgendwie in den Inn kommen. Wenn wir den jetzt auch noch kriegen würden, hätten wir einen Inn hier. Ulti ist ready, ne? Meine auch. Aber jetzt nicht hier. Wo ist denn der? What the fuck? Direkt hinter uns. Oh, fuck. Jetzt Ulti. Ich bin da. Egal. Oh, die Büsche gesetzt. Egal. Wir haben gewonnen. Durch die Aktion gerade haben wir gewonnen. Sehr wahrscheinlich. Also zumindest die Lane haben wir erstmal gewonnen. Ich würde jetzt weggehen und die Hauptkugel holen. Einfach damit die nicht kriegen. Oder den Inhib, ja, den Inhib, bitte. Den Inhib kriegen wir noch. Aber ich meine, wir dürfen halt dann keinen Fight an der Hauptkugel verlieren. Ich würde jetzt die Kugel holen. Weil ich weiß nicht, ob wir schon auf den Kern gehen können. Das sollten. Das ja, heißt, jetzt würde ich definitiv auch nicht mehr stärker. Ich würde halt echt die Hauptkugel holen. Weil wenn die nämlich kriegen. Dann haben wir die Arschkarte gezogen. Dann können die ihre Inhib zurückholen. Ihre beiden. Aber jetzt haben die erstmal Probleme mit den Superminions. Eben. Die können sich nicht. Nein, noch nicht. Noch haben sie keine Probleme. Ja, damit. Gleich, aber. Es dauert noch eine Weile. Oh, da kommt einer. Ja, komm, Chimera, was will der gerade machen? Den kriegt ihr da oben allein, oder? Naja, easy. Nice. Hier ist aber noch irgendwo der. Ja, einfach mithelfen hier. Das haben wir. Jetzt erstmal. Und jetzt kriegen sie Probleme mit den Superminions. So, jetzt komme ich. Wir dürfen die halt nur nicht verlieren. Wartet lieber ein bisschen. Es sind 3 oder 4 Mitte. Ihr habt kein Problem, geht einfach. Es sollten maximal 2 Leute gerade sein. Oh, nicht einfach blindlings durchstürmen. Doch, kann er machen. Schafft er easy. Nice. Die kommen alle. Ich hab meine Ulti. Killt den doch einer, Mates! Die gehen auf den anderen. Warum tun die das? Wenn ich den voll in meiner Ulti hab, gehen die auf den anderen. Es ist so unnötig. Egal, wir haben das jetzt gewonnen. Bin schon egal. Ist egal. Nee. Alter, wir hatten das nicht getroffen. Hey, jetzt ist vorbei, das können die nicht mehr holen. Nee, können sie. Vor allem bis die halt die Hauptkugel kriegen könnten, ist das schon entschieden. Jo. Nice. Mein erster Win mit dem Helden. Du machst dir keine Ulti. Wie weit habe ich den weggestoßen? Das ist halt geil, ich habe halt einen geilen Konter gegen Gideon. Nice! GG! Oh, Alter! 50 Minuten Game. Man, unnötig 50 Minuten, das ist echt geil. Ja, wir haben halt echt ewig nichts hingekriegt, wenn wir mal gewonnen haben. Und dann waren die halt. Am Anfang haben wir. Ich glaube, am Anfang waren wir relativ gut vorne. Dann haben wir nichts mehr hingekriegt. Dann haben wir was hingekriegt, konnten da aber nichts draus machen. Dann, ja. Ah, Aktualisierung verfügbar. Jo, neuer Patch.
Okay, dann die nächsten Games im neuen Patch.